Grüß euch, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial erkläre ich euch heute die Spaltenbergung mit der losen Rolle. In einer Dreierseilschaft hat man gut die Chancen, einen Spaltensturz zu halten. Allerdings wird man merken, welche Kräfte dabei frei werden. Eine gute Vorbereitung im Vorfeld und Konzentration auf Tour sind allerdings Voraussetzung dafür, dass ein Spaltensturz mit anschließender Bergung reibungslos ablaufen kann. Durch den Aufbau einer losen Rolle lässt sich ein Gestürzter in einer Dreierseilschaft je nach Erfahrung und Situation gut bergen. Hansi, du hast, oder? Ich baue jetzt einen T-Anker. Der Mittelmann beginnt sofort mit dem Einrichten eines Fixpunktes durch einen T-Anker oder das Setzen einer Eisschraube. Der Hintermann, hier links im Bild, bleibt voll auf Zug, bis die Last dosiert auf den T-Anker übergeben werden kann. Idealerweise ist der Fixpunkt so positioniert, dass die Last direkt und ruckfrei auf den Zentralpunkt des T-Ankers übergeben werden kann. Auf Kommando wird die Last nun auf den Fixpunkt übergeben und die Festigkeit überprüft. Der Hintermann bleibt als Redundanz auf Zug. Der Mittelmann sichert sich mit einem Prusik am belasteten Seil. Dazu legt er eine Rebschnur mit einem Prusikknoten um das Seil, führt ein Ende durch den Anseilring seines Gurtes und verknotet die Enden mit einem Sackstich. Nun kann er sich aus dem Seil aushängen und im Optimalfall als Sicherung auf den T-Anker setzen oder stellen. Achtung! Die Haltewand des T-Ankers darf dabei nicht verletzt werden. Ich bin soweit, kannst kommen. Als nächstes muss ich als Hintermann das Restseil nach vorne an den Spaltenrand bringen. Für meine Selbstsicherung lege ich ebenfalls einen Rettungsprusik auf das Seil und knote diesen einmal dicht hinter dem gelegten Prusik ab. Achtung, das Abknoten ist für die spätere Rücklaufsperre enorm wichtig. Ich führe ein Ende durch meinen Anseilring und verknote die offenen Enden mit einem Sackstich. Nun kann ich mich aus dem Seil aushängen, den Knoten lösen und nach vorne gehen. Sollten Bremsknoten im Seil sein, muss sich diese auf dem Weg lösen. Am Fixpunkt angekommen, übernehme ich als der Erfahrenere die weitere Rettung. Der Mittelmann hintersichert den T-Anker durch Draufsetzen oder Draufstellen. Als nächstes gehe ich an meinem Prusik gesichert zum Spaltenrand und nehme Kontakt zum Gestürzten auf. Wir vereinbaren die Bergung mit einer losen Rolle. Okay, Philipp, alles klar bei dir? Alles okay. Okay, passt. Wir holen dich mit der losen Rolle jetzt raus. Ich lasse den Karabiner runter, den hängst du in deinem Anseilpunkt ein. Mit einer Schlaufe aus dem Restseil lasse ich dem Gestürzten im Optimalfall einen Verschlusskarabiner in die Spalte hinab. Diesen muss er an seinem Gurt im Anseilring einhängen. Ein am belasteten Seil gesicherter Pickel verhindert das Einschneiden des Zugseils in den Spaltenrand. Für das Zugseil benötige ich eine Rücklaufsperre. Dazu lege ich einen weiteren Prusik um das Zugseil. Dann führe ich ein offenes Ende durch das kleine Öhr meines Selbstsicherungsprusiks und verknote die beiden Enden mit einem Sackstich. Die lose Rolle ist nun fertig. Der zweite Mann kann natürlich beim Ziehen unterstützen, sollte jedoch seinen Sicherungsplatz auf dem T-Anker nicht verlassen.
Auf mein Kommando ziehen wir nun am Zugseil, Hub für Hub nach hinten. Den Prusik der Rücklaufsperre schiebe ich dabei immer wieder nach vorne, um eine Entlastung zu ermöglichen. Der Gestürzte drückt sich in der Aufwärtsbewegung mit den Beinen weit weg von der Spaltenwand. Er kann dem Retter helfen, indem er am Seil, welches von ihm zum Spaltenrand führt, im Takt mitzieht. Am Spaltenrand ist Vorsicht geboten, da das Seil meist eingeschnitten ist und erst herausgearbeitet werden muss. Die lose Rolle kann prinzipiell immer dann eingesetzt werden, wenn genügend Restseil vorhanden ist. Alternativ zum Karabiner kann eine Mikrotraktion im Anseilring des Gestürzten eingehängt werden. In diesem Fall kann ich mir die Rücklaufsperre mittels Prusik am Spaltenrand sparen. Es handelt sich hier um eine behelfsmäßige Bergrettungstechnik. Man muss sich auf verschiedenste Situationen und Verhältnisse einstellen. Achte, wo immer möglich, auf den Einsatz von Verschlusskarabinern und auf eine möglichst hohe Sicherheit. Im Ernstfall musst du jedoch mit dem vorhandenen Material in der vorherrschenden Situation zurechtkommen. Handle hier mit Übersicht und Überlegung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf unseren YouTube-Channel vorbei, wir haben noch einen Haufen andere interessante Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in die Berge.